Liebe Freunde, liebe Mitmenschen, liebe Jesus-Jünger, heute haben wir Matthäus 8, 5 bis 13, der Hauptmann von Kapernaum. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihn nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glaube habe ich in Israel noch nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, und dir geschehe, was du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Meine lieben Freunde, um was geht es denn? Ich sitze hier, schaue hinaus, ich sehe das unbekümmerte, bequeme, kapitalistische Remstal. Und ich versuche hier ein paar Botschaften auf Video zu bannen. Und draußen wird gesägt, gebohrt, geschnitten. Blättler werden zusammengesammelt. Was ist denn wichtig im Leben? Was denn? Seit Jahren bereite ich mich auf das Ende vor. Und was wollte Jesus von uns? Einfach einen tiefen, wahrhaftigen Glaube, weil er uns hilft, weil er für uns da ist, weil er uns nicht verlässt. Dies ist so entscheidend für das kleine menschliche Leben, das wir hier haben, das wir hier genießen können, das wir erleiden müssen. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Aber der Hauptmann sagt: Du brauchst nicht kommen. Ich weiß, du bist mächtig über alles. Und du kannst ihn einfach heilen. Sprich ein Wort und es wird gut. Und dieser tiefe Glaube in einem Nichtjuden, das war zu der damaligen Zeit natürlich ein No-Go. Ja. Er hat einen Glaube gelebt, was nicht mal die Juden in Israel leben konnten. Und das zeigt natürlich ganz klar, dass das wahre Evangelium Christi in die Welt musste. Jesus hat es damals schon gewusst. Es musste hinaus. Sonst könnte ich nicht heute spontan darüber reden. Und ich selber einfach nur glücklich, froh und zufrieden sein. Jesus, du bist der wahre Messias, der wahre Sohn Gottes. Und nur du kannst uns aus diesem Wahnsinn des Daseins erretten und kannst uns das Leiden nehmen. Wir sehen, was heute abgeht. Sie rennen auf die Demonstrationen und wollen Frieden. Und sie merken gar nicht, wie sie geblendet werden von den falschen, verlogenen Systemen. Wie sie sich missbrauchen lassen, instrumentalisieren lassen. Sie rennen auf Klimademos, sie rennen auf Friedensdemos. Und sie merken gar nicht, was sie tun. Sie sollten sich vorbereiten auf ihr Ende. Dann würden sie erkennen, was ein Glaube an Jesus Christus bedeutet. Dieser Hauptmann hat wirklich Jesus
erkannt, er hat das Charisma gespürt und hat einfach gemerkt, wenn ich zu diesem Jesus Christus sage, komm, mach das für mich und es wird gut. Und es wurde gut. Dieser Glaube fehlt uns total. Es gibt überhaupt keinen Glaube mehr, der wahrhaftig auf dem Christusbewusstsein verwurzelt ist, weil wir alle nur an die Energie der Materie, an die Energie des Kapitals, an die Energien der Automobile, an die Energien der Drogen, an die Energien des Konsumrausches glauben. Wir glauben nicht das, was Jesus von uns wollte. So einen Glaube habe ich noch nicht in Israel gesehen. So einen Glaube habe ich auf der ganzen Welt noch nicht gesehen, 2022. Sie glauben nur an die Milliarden von Gelder, wo jetzt irgendwo in die Wehrmacht reinlaufen. Irgendwelche Waffen werden rumgeschoben. Der Kampf geht nicht über Waffen. Der Kampf ist hier oben drin. Und nur, wenn du das Bewusstsein, wenn wir das Bewusstsein von uns selbst verändern können, dann können wir die Energie im Außen nur ankratzen. Aber verändern können wir gar nichts. Das kann allein nur Jesus Christus. Und warum soll er das tun? Die Menschen sind ohne Erkenntnis. Sie haben sich abgewandt von ihm. Schon so wie damals. Das Volk Israel wollte den Jesus Christus nicht als Messias erkennen. Also musste das Evangelium in die Welt hinaus. Und was ist heute? Sie erkennen es immer noch nicht. Sie glauben, dass nur diese wahnsinnige, komplette Dummheit der menschlichen Systeme alles ändern können. Sie glauben an Demonstrationen, dass sich das Klima ändert, dass sich das Universum ändert, dass sich Kriege ändern, dass sich Politiker ändern. Wie krank ist eine Gesellschaft geworden? Wir können nur in uns selbst etwas erkennen und dann irgendwann begreifen, wir müssen so glauben wie der Hauptmann von Kapernaum. Dann wird Jesus unser Leben weise, erkenntnisreich und heilig machen. Aber alles andere ist nur eine kleine, spießige Dummheit. Ganget in eure Gärter. Und da kennt ihr Mäher und Schneider. Ja. Die Schwabenrevolution hat jetzt ein Video rausgebracht. Lieber Herrgott, bitte vergib ihnen nicht, denn sie wissen genau, was sie machen. Da steckt's drin. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat Jesus vom Kreuz herunter gesagt. Die Kriegsknechte des Römischen Reiches wussten es nicht, wen sie da kreuzigen und umbringen. Aber heute wissen wir alles. Und wir machen gerade so weiter. Der Glaube des Hauptmanns von Kapernaum kann uns ganz klare Führung zeigen. Nur so werden wir befreit und können göttlich glauben und irgendwann eingehen in die göttliche Anarchie. Jesus, wir danken dir, dass du der erleuchtete Messias bist und uns in diesem Leben führen wirst. Und wenn es zu Ende ist, dann wirst du uns holen und wir dürfen sein, was du uns immer gepredigt hast. Wir danken dir. Alles Gute für euch. Thank you.